Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Trains in World mit dem Busignot Addon DLC, wie auch immer. Der Kollege fährt jetzt nicht weiter, weil ich ihm eine Tür geöffnet habe. Ja, ist klar. Ja, wir dürfen jetzt losfahren, also die Türen verriegeln. Aber wir wollen ja schauen, ob noch jemand einsteigen möchte. Mir ist aber aufgefallen, bei diesem Addon, es steigen nicht so viele Leute ein wie bei bisherigen Addons. Egal wie viel Uhr oder was für ein Zug man fährt. Achso, ja, ich habe jetzt etwas voll vergessen. Jetzt fährt der Zug wenigstens mal los. Vielleicht kommt ja auch die S-Bahn München als nächstes Addon, kann ja auch sein. Ich frage mich nicht, wie ich auf diese Idee komme, aber ich komme auf diese Idee irgendwie. Also eigentlich könnten die alles machen. Die könnten auch, weiß ich nicht, sich nochmal was in die USA nehmen oder so. Aber USA sind jetzt, glaube ich, schon zwei nee, eins. Ja, zwei. England oder gibt's zwei eins. Spiele, sagen wir mal so, weil das Hauptspiel ist USA und das DLC New York. Ein englisches, zwei amerikanisch gibt's, deutsche. glaube ich, englisch gibt's, glaube ich, auch zwei. Stimmt, da gibt's ja noch Somerset. Diese ganz kleine Strecke. Ja, und zwei deutsche. Also haben die jetzt so die drei größten Gebiete abgefrühstückt. Zweimal Deutsch. Also haben die ja von jedem zwei Stück. Ja, muss man nicht überraschen lassen. Ich habe ja jetzt mich bei den. Wie heißt jetzt Devolver Tales? Oder. Keine Ahnung, jedenfalls. Ich habe mich da bei den Live-Ding mal angemeldet. Vielleicht kriegt man ja mal passend Werbung. Ja, du kriegst da E-Mails. Ich habe da auch welche wegen Train Simulator. Kriege ich ja auch noch jeden. Dritten Tag ungefähr etwas wegen das und das ist im Angebot. Aber Editor kommt am 18.12.2018 voraussichtlich für Train Sim World. Und 2019 kommt der Multiplayer. Höchstwahrscheinlich. Eine Frage hätte ich dann aber doch: Ist der Multiplayer denn als DLC extra zu kaufen, genauso wie der Editor, oder wird der als Update rausgebracht? Ich glaube, der Editor wird auch als Update. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube nicht, dass sie Geld dafür wollen, dass man. Wäre ja sinnvoller, wenn sie alles alles verkaufen. Wenn sie aufs Geld aus sind. Vielleicht machen die es ja auch mit Verkaufen, aber dann würde ich den Editor. Da würde ich dann aber nur 5 Euro höchstens nehmen, wenn ich DuffTale Games irgendwie das bestimmen würde, wenn man das kostenpflichtig machen möchte. Ja, man müsste halt jetzt gucken, mit was er geworben hat. Je nachdem kann man ja handeln. Also ich fände es traurig, wenn die jetzt dafür auch nochmal Geld wollen, unbedingt. Wäre natürlich ein bisschen schade, aber... Aber wir hatten, glaube ich, in der dritten oder zweiten Folge angesprochen erst, wann, wir fragen uns, wann der Editor kommt. Der sollte ja eigentlich schon lange bei Rapid Transit dabei sein und so allen. Und ein paar Tage danach gab es die Info bei Steam und DuffTale Games irgendwo zu lesen. Und, ja. Train Simulator wird ja auch als 64-Bit-Programm bald rauskommen. Also zwei, ich glaube jetzt, bei Train Simulator 2019 soll es dann sein. November kommt es, glaube ich, raus, laut meines Wissens. Kommt ja eigentlich das immer raus. Ja, meinst du, von deiner Seite aus würde sich dann überhaupt noch lohnen, Train Simulator zu spielen? Oder meinst du, das ist jetzt nur noch so ein Mitläufer? Was? Und irgendwann kommt Train Sim World ziemlich gut raus. Train Sim World, ich mag Train Sim World. Ein paar Leute mögen es nicht, ein paar Leute sagen, das ist eine Grafikschlampe. Das sagen die Leute halt, die, wo denken, dass Train Sim World halt nur auf die Grafik setzt und nicht auf die Spielmechanik, also auf die Züge. Das ist aber auch eine Sache, wo jeder sich selbst entscheiden muss. Klar. Ich finde ja, Train Sim World ist halt gut. Am Anfang hauptsächlich, dass Train Simulator, ist ja nie fest, Train Simulator 2018 gibt's, 19, 20, 21, wenn es so weitergeht. Bei
Trains in World, hast du wenigstens ein Hauptspiel, wo du nicht die Angst haben musst. Gut, vielleicht gibt es irgendwann Trains in World 2. Ja, ist aber dann ein anderer Schuh. Aber ich hoffe, die fangen da nicht an mit 2018, 19 und so weiter. Weil es ist doch hirnrissig. Warum macht man denn nicht einfach einen Train Simulator, macht Updates für? Ja, Fertig. das sind ja Updates. Es wird ja auf Ja. 2018 und so geupdatet. Wenn du im Laden bist, dann steht Train Simulator 2018 auf der Schachtel. Wenn du nächstes Jahr gehst, hast du 2019 auf der Schachtel. Die releasen ja an sich immer wieder neue Spiele mit neuen Namen. Die machen, eigentlich ist es ja nur ein Spiel, nur dass sie dann andere Strecken nehmen. Das ist ja Ein anderes das. Paket, ja. Genau. Mehr Änderung ist Das da ja finde nicht. ich halt hirnrissig, weil das Problem hatte ich schon bei EP, was auch jährlich geupdatet wird. EP11, EP12. Ja, und du kommst nicht hinterher, weil irgendwann gibt es wieder DLC, was du die Zusatzcontent, was du dir wieder nicht holen kannst, weil deins veraltet ist. Oder du hast denn, da ist ja das Schlimme, die patchen das Spiel, also die patchen in Anführungszeichen, die patchen das Spiel dann nicht mehr und machen aber mit den Sachen, die sie patchen müssten, ein neues Spiel. Naja, Und es wird aber theoretisch ja bei bezahlst Steam, du. bei Steam wird es ja auf die neueste Version, also auf, wenn jetzt ETS 2019 rauskommt, dann, ich habe CS 2017 gekauft, dann wird es auf TS 2019 geupdatet, nur dass die Strecken halt nicht mitgeliefert sind, sondern nur die Spielengine geändert wird. Falls der etwas ändern heißt, wenn jetzt Train Simulator mit 60 Bit 64 Bit rauskommt, habe ich trotzdem 64-Bit, auch wenn ich das 2017 angekauft habe. Da bin ich mal gespannt, ob es denn besser läuft. Vielleicht gucke ich es mir nochmal an, aber der Multiplayer wäre ja nicht dabei, der hier irgendwann kommt. Grafisch, ja, grafisch kann man sich hier gerade die Hände lecken, weil das nicht schlecht aussieht. Rein, wenn ich jetzt am Hagen Siegen an die Strecke denke und die geile Lok. Du kannst zwar durch die Lok nicht ganz durchlaufen, wie du es bei der 143 kannst. Das finde ich eigentlich persönlich schade, weil ich weiß, wie die von innen aussieht. Aber ja, was will man nun machen? Man kann die Leute nicht dazu zwingen. Also ich finde ja eigentlich TSW ist schon. Ich mag zurzeit Train Sim World einfach mehr. Es ist schade, dass da nicht so viel Content gibt wie bei Train Simulator. Weil das jetzt erst kommt. Es braucht seine Zeit. Ja, weil es noch keinen Editor gab. Wenn jetzt der Das, das. Editor rauskommt, dann werden auch mal vielleicht Add-ons von Aerosoft irgendwie kommen, so gesagt. Dann können auch andere was publishen, ja. Und dann. Aber. Das ist alles. Es ist ja an sich erst frisch rausgekommen. Ich war ja ganz am Anfang skeptisch. Habe ich mir gedacht, die sollten, glaube ich, erstmal das Hauptspiel patchen. Mit den ganzen Fehlermeldungen, die man da kriegt. Bis von Vertex irgendwas bis 3 DirectX-Problemen und sonst was alles. Und wenn du nach Support fragst, sagen dir die meisten im Forum: Kauf dir eine neue Grafikkarte. Bei Trains in World nicht. Bei Train Sim World habe ich genau die gleiche Grafikkarte und läuft besser als Train Simulator. Bei mir auch. Viel besser. Hier spiele ich auf Und Ultra-Einstellungen. In Train Simulator kann ich. mir kann keiner erzählen, ich brauche eine neue Grafikkarte, wenn ich GTA 5 mit vollen Einstellungen spielen kann. Oder andere Spiele mit vollen Einstellungen. Rein, wenn ich an Battlefield 4 denke. Ist die Grafikkarte vollkommen ausreichend. Das liegt meistens immer an dem Programmierer, wie das programmiert wird. Dadurch ist jedes Spiel unterschiedlich. Ja, ich habe auch das Problem, bei TSW spiele ich jetzt auf Ultra-Einstellungen. Das kann ich euch hier zeigen. Hier mal Einstellungen. Wo ist das jetzt? Irgendwo kann man ja. Grafikvoreinstellungen habe ich auf Ultra. Und hier läuft es trotzdem mit 40 FPS vielleicht, 50 FPS. Und bei Train Simulator habe ich auf paar Strecken wirklich nur 15 FPS, obwohl ich richtig niedrige Einstellungen dann sogar schon eingestellt habe. Wie viel FPS hast du? 15. Bei Titus? 15 FPS bei Koblenz Trier.
Ach so, du sprichst jetzt von Train Simulator, von Genau. TS. Und hier in TSW habe ich 40 FPS oder so. Aber die laufen stabiler. Und das, ja. Und bei Train Weil Simulator man denke muss ja ich mir immer nur so. unterscheiden. Du musst ja immer unterscheiden. Es gibt, das hat man mir früher mal gesagt, weil ich war immer, oh ja, 60 FPS und aufwärts brauche ich, sonst ist Spiel blöd. Das 60 stimmt aber FPS. nicht. Man merkt keinen Unterschied eigentlich zwischen 60 FPS und 120 FPS zum Du Beispiel. brauchst ein Spiel, was stabil läuft. Wenn du ein Spiel hast, wo du Frame-Einbrüche hast, merkst du, dass es ruckelt. Wenn du ein Spiel hast, wo sich die 40 gut halten, Das ist gut. dann merkst du nichts, dann läuft es für dich flüssig. Ein Fernseher hat auch nicht mehr FPS. Da müssten die Leute sich mal schlau machen, mit was die eigentlich gucken, theoretisch. Die meisten Videos auf YouTube 30 FPS oder 45, 40, wenn es gut kommt, weil du brauchst nicht 60 überall. Das ist alles Luxus. Und deswegen gehen ja auch eigentlich die Augen kaputt, weil du zu viel Bilder pro Sekunde dir anguckst. Also, Aber wir sind jetzt nicht beim Doktor-Channel, sondern wir sind beim Spiele-Channel und dort spielen genau. Das wollte ich gerade sagen. wir. So etwas in der Ja, Art. wir ergänzen uns, ich weiß. Ist ein bisschen gruselig. Also wir sind ja hier im Gaming-Channel. Also wir freuen uns, dass wir einfach die 30 FPS haben durchgehend, weil ich habe bei OBS nur eingestellt 30 FPS, mehr nicht. Weil am Ende klingt es keinen Riesenunterschied. Solange es konstant 30 FPS sind, ist ja alles gut. Ich rendere zwar das Video auf 60 FPS, aber das ist halt dann nur so halt, damit es besser ankommt. Nein, Spaß. Ich mache es natürlich, weil viele Zuschauer sich das einfach gewünscht haben, dass ich das auf 60 FPS rendere und so. Habe ich kein Problem mit. Ich schaue ja meine eigenen Videos ja nicht. Wenn ihr es aber mit 60 FPS sehen wollt, dann mache ich es natürlich für euch. Es soll ja nicht für mich perfekt sein. Aber ich probiere das Video so zu machen. So wie bei denen, wo ich die Leute abonniert haben. Von der Gra, also so an sich. Weil ich probiere das einfach so zu machen. Ich habe ja einen Grund, dass ich jemanden abonniert habe. Und ich möchte diesen Grund auch euch so gesagt halt bringen, vielleicht zum Abonnieren oder abonnieren müsst ihr ja nicht, aber zuschauen vielleicht. Mir geht es jetzt auch nicht um Abos oder Likes oder Dislikes, wie auch immer, ist mir scheißegal. Ich mache das hier aus Spaß. Ich mache es aus als Hobby so gesagt. Und das mache ich einfach zur Unterhaltung. Und nicht um Abos zu kriegen. Natürlich ist es schön, wenn man dann die 300 Abos hat, wo ich jetzt nur 299 habe. Danke an die zwei Leute, wo die abonniert haben. Also das Danke war ironisch gemeint. Also ja. Ist ja aber auch egal. Ich weiß nicht, was der Dete jetzt dazu vielleicht noch sagen möchte. Ja, ich habe mir schon was bei gedacht, als du jetzt ein bisschen erzählt hast. Und ich sag mal rein sporadisch zum Beispiel zu der FPS-Sache. Du brauchst keine 60 rendern, wenn du bloß 40 im Spiel hast. Naja, man kann es natürlich Das nicht. wäre hirnrissig, weil woher soll er die anderen Bilder holen? Aus der Luft wird er die nicht kriegen. Ja, aber trotzdem, mein Auto ist, hat 60 FPS und das tut er dann eh automatisch schon auf 60 FPS machen. Ja, wie gesagt, wissen musst du es selber denn. Aber du musst dir halt auch immer bewusst sein, dass du nicht etwas haben kannst, was du nicht hast. Naja, es kommt Das auch wäre jetzt aufs so. Spiel an. Bei OMSI habe ich ja zum Beispiel immer um die Ja, 60 du FPS. könntest theoretisch, das ist ja schon mal nicht eine schlechte Sache, du könntest zum Beispiel sagen, OMSI-Videos kannst du mit 60 rendern. Aber wenn du jetzt ein Spiel mit 40 spielst, reicht's ja, wenn du mit 30 renderst. Ja, rein theoretisch Theoretisch. schon. Weil, wie gesagt, und es dauert nur länger, ist unnötig. Weil woher soll er mehr Bilder holen? Bei dem Schneideprogramm ist es genau andersherum.
Wenn er runterrennen muss, die Bilder, dann tut er richtig lange laden. Wenn er dann welche doppelt nimmt, dann tut er gar nicht lange laden. Also irgendwie ist das bei diesem Schneideprogramm so. Ja, wie gesagt, probieren musst du es selbst denn. Aber ich sag mir einerseits, du renderst 60 FPS, hast nur 40. Wo holten ja die anderen 20 Bilder her? An sich siehst du denn zwar, unter YouTube steht dann zwar 60 Bilder in der Sekunde, aber im Endeffekt guckst du nur mit 30. Ja, das ist natürlich so, aber. Oder was, oh, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht gut genug aus, um das zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob es denn sogar manchmal mehr rüberkommt, dass es leckt, weil 20 Bilder fehlen. Das ist manchmal so bei bestimmten YouTubern. Weil dann einfach eine Lücke im Video ist. Und das Renderprogramm findet keine Bilder, also werden andere Bilder länger gezogen und dann zieht sich das. Dann fühlt sich das so an, als ob du Kaugummi fährst. Aber ich habe manchmal auch in TSW zum Beispiel auch manchmal 60 FPS. Also das ist nur bei Regen 40 FPS. Wie gesagt, einstellen kannst du, wie du es willst. Also, du kannst mit 60 versuchen, du kannst auch Open End lassen. Du kannst auch sagen, du nimmst gleich 100, meine Güte. Dann wird das genommen, was es halt gibt. Ich bin mit Ja. 60 voll zufrieden. Das musst du dann im Endeffekt wissen. So, ich trinke jetzt noch mal etwas. Newton durch. So, der nächste Herr, das wäre Duel. Wir haben nur noch 3 Minuten und es sind noch 2,9 Kilometer. Also gebe ich jetzt mal ein bisschen Gas. Da, man sagt ja, man darf ja eigentlich gar nicht Gas sagen beim Zug. Denn man geht ja eigentlich nur Zugkraft hinzu. Ja, das siehst du vorne, wenn du bei den deutschen Zügen guckst. Du hast da Zugkraft. links hast einen Balken, müsste Kilonewton sein. Genau. Zugkraft. Und da steht da Zugkraft pro FM. Ja, und dann darfst du nicht vergessen, die Zugkraft hat ja nicht immer was mit dem Zug zu tun, sondern in dem Sinne, wie doll er zieht. Genau, die Newton eben. Ist genauso wie du sagst, du hättest auch sagen können, du schaltest eine Fahrstufe höher. Theoretisch, weil manche haben den Fahrstufenregler und da kannst du eine Fahrstufe höher regeln. Ja, ich habe ja einen Leistungsregler. Oder, ja, hier nennt sich das jetzt Leistung, Bremse und so. Das ist Ballatchen schließen. Aber bei manchen Zügen hast du halt auch einen Fahrstufenregler, weil du, so wie bei der 111, du machst einmal hoch, hast du Fahrstufe 1. Ja, das Machst nochmal ist hoch, hast Fahrstufe 2. Das hast du zum Beispiel auch bei der Baureihe 143. Das sind bei dann VR Stufen ist das, glaube getaktet. ich, bei diesem einen Zug. Ich glaube, das war das die 143? Kann das sein? Die hat das auch. Das siehst du unten, denn wenn die Zahlen bis 23, 24, 25 Genau. schalten. Genau. Das sind ja Fahrstufen. Und wenn Und man die nach ganz 111, unten da geht, machst du geht's es auf halt. Null. Und bei der 111 machst du das halt mit dem Stab stufenweise hoch. Und wenn du runter gehst, zählt er die Fahrstufen wieder runter. Oder man geht nach ganz unten, dann geht der auf Der Null. macht also sofort auf 0, genau. Das fand ich eigentlich ziemlich gut, wenn man so nicht unbedingt gerne immer so ungerade Zahlen mit 38 und so hat oder wie auch immer. Paar Leute mögen ja das eher so mit Leistungsregler, paar mit Fahrstufenregler oder wie auch immer das alles nochmal Da gibt es heißt. Unterschiede. Manche mögen den Kombihebel lieber, Ich wo mag du wie bei der Kombihebel. S-Bahn hast, wo du die Bremse oder wie bei der Talent, wo du alles auf 1 hast. Aber das ist Geschmackssache. Magst du denn den Kombihebel? Hm? Ich mag Kombihebel und du? Ich finde es Es kommt entspannend. drauf an, wie die Bremsleistung dahinter liegt. Wie das hinterlegt ist. Ich finde, eine Halt. starke Bremse ist Pflicht.
eigentlich. Braucht aber nicht jeder Zug. Für was brauchst du eine starke Bremse? Beim Desiro. Wenn du, sagen wir mal, ich weiß, S-Bahn braucht starke Bremsen und schnelle Beschleunigung. Ja, weil die ist immer ja auch klar, Vollgas die müssen gibt. Schnell auf Höchstgeschwindigkeit und schnell wieder runterkommen. Aber bei einer Nebenbahn. Aber sagen wir mal, ein Regionalzug, da ist es auch okay, wenn du eine etwas schwächere. Es wurde uns mitgeteilt, dass der Sturm für Trümmer auf der weiteren Strecke gesorgt hat. Aha. Muss ich jetzt etwa eine Umleitung fahren oder was? Oder hier warten? Um Störungen auf der Strecke zu minimieren, werden sie auf einer anderen Strecke umgeleitet. Vergessen Sie nicht, dass Sie nur 70 km/h fahren dürfen. Stimmt doch gar nicht. Ich fahre hier nicht nur 70 km/h, nur weil ich jetzt auf der anderen Seite oder so fahre. Das sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Ach, fährst du gerade im Gegengleis? Ich muss gleich Gegengleis oder so fahren. Umleitung. Aber hier nur andere Gleis möglich. Und dann fahre ich nicht muss nur 70 km/h. Ich glaube, die Mission, die habe ich schon mal gespielt. Ja, es gibt ja nur eine mit Dostos. Haha, also eine, wo man richtig fährt. Ja, mit Dostos bin ich da nicht lang. Da musste ich einen Güterzug. Ja, dann bist du dieses Szenario nicht über gefahren. Über Kreuztal oder wie auch immer das Dorf da hinten heißt. Roll, roll, roll. Ist jetzt eigentlich die Volper Tales, sind das jetzt Briten oder Amerikaner? Was? Die Programmierer. Dovetail Games. Ja, Dovetail Games. Ja, sorry, ich bin immer noch bei den Volper Tales. Ich kann das nicht sagen. Wenn, weil vom Gedanken her. Ich würde die eher die bei eng sitzen britisch. Die nicht in London? Sitzen die nicht in London? Ich weiß es nicht. Aber Moment, ich kann ja gucken, du nimmst. Ich nehme ja gerade nicht auf. Ja, also ich könnte auf meinen zweiten Monitor schauen. So, nochmal kurz aus dem Fenster schauen. Ja, sie wollen jetzt nochmal mit. Ja, tut mir leid, aber wenn sie zu spät kommen, dann dürfen sie jetzt hier in der Kälte draußen sein, ne? Ich sehe das jetzt nicht ein, hier nochmal stehen zu bleiben. Über einen Ort gehen. Umleitung. Aha. Anscheinend scheinen das Briten zu sein. Das sind britische Simulations-Videogame-Developer and Publisher. Dovetail Games heißt ja eigentlich Taubenspiele. Wusstest also sitzen du das? Die direkt neben uns. Aber die Briten tun auch manchmal die deutschen Strecken sehr mögen. Also die mögen irgendwie die deutschen Strecken öfter. Viele Briten. Das finde ich einfach so herrlich, wie man hier durch diese Glastür da schauen kann. Und jetzt die Neigung. Oh, wie geil. Ich mag das. Ich mag das. Aber in echt ist das so richtig schön. Weil öfter ist das so, dass dann nochmal der ganze Zug so ein bisschen nach rechts und links wackelt. Manchmal so. Dass man ja dann manchmal nochmal so durchgeschüttelt wird auf die Seiten. Ich finde, das können die noch irgendwie umsetzen. Ein bisschen. Als ob der Zug so nicht richtig in den Schienen hängt, aber kennst du das, dass das manchmal so ein bisschen, weil öfter tut das ja so nach rechts und links so ein bisschen schwenken, auch bei gerader Strecke. Wenn du weißt, was ich meine. Dete. Okay, erstmal wieder ruhig. Ja, wir haben noch 2 Kilometer, wenn wir über den Ort Umleitung gehen. Mal schauen, ob wir noch Infos kriegen.
über das Wetter. Okay, da ist schon mal ein rotes Signal. So. Ach, da steht ja ein Zug. Ja, guten Tag, Kollege. Ah, da liegt ein Zug, liegt wohl ein Baum. Ja, gut. Da sind schon Leute von der DB. Das ist gut. An einem Ort anhalten. Plettenberg. Wieso habe ich denn keine Uhrzeit dort stehen? Das ist schlecht. So, langsam mal ein bisschen bremsen. Okay, eine Zwangse. km/h darf ich jetzt nur fahren, aha. Keine Strecke verfügbar. Ja. Wieso soll ich eigentlich da verhalten? Das verstehe ich nicht. Der Sturm wütet immer noch und weitere Berichte über Trümmer auf der Strecke treffen ein. Okay. Um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten, werden wir alle Fahrten in Plettenberg einstellen. Sie werden dort auf Bahnsteig 3 geleitet. Ja, toll. Ich würde mal gerne über das rote Signal fahren.
Okay, gehen wir mal in die freie Kamera und schauen mal, was da los ist. Ich würde ja schon gerne jetzt mal fahren. Und der Zug darf jetzt als erstes fahren, ne? Ja, ich glaub's doch nicht. Oder darf ich jetzt auch fahren, weil das... Ah, okay, wir dürfen jetzt auch fahren. Haben wir doch wohl Vorfahrt. So, jetzt dürfen wir mal beschleunigen auf die 110. Aber so schnell werden wir auch nicht fahren. Die letzten Meter. Also die letzten 1,6 Kilometer, 1,5. Moin, Kollege. Mal schauen. Okay, ein Zug steht hier schon mal. Die sagten ja, die wollen jetzt alle Züge hier enden lassen. Mich interessiert jetzt mal, wie viele Züge sind das? Aha. Es sind schon mal zwei Züge hier. Also die Bahnsteige sind hier schon mal belegt. Ja, wow. Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug endet hier erstmal vorübergehend. Ich wünsche Ihnen trotzdem noch einen angenehmen Tag, auch wenn es gewittert und keine Ahnung was. Sie dürfen gerne hier im Zug sitzen bleiben, damit es schön warm ist. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass das Wetter sich verbessert noch. Der Kollege mag das nicht so, wenn die Leute reinschauen können. Aber wir haben jetzt hier Und bist du noch Feierabend. fleißig am Fahren? Oder bist du gerade Ich angekommen? bin gerade am Ende angekommen. Oh, passendes Timing für mich. Aber damit die Leute Ah, hier dann nicht ist das schon wieder die frieren. nächste Verabschiedung. Damit die Leute nicht frieren, mache ich mal die Heizungssteuerung auf maximal. Und ich mache die natürlich dann noch an. Ich mache jetzt nur noch die Hälfte der Beleuchtung an, damit die Leute dann Obwohl nicht ich schlafen dann können. ja schon mal, wenn du jetzt noch in der Aufnahme bist, ich verabschiede mich dann schon mal. Ich muss nämlich jetzt nochmal weg. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder, wenn mich wieder Titus einlädt. Genau. Die nächste Ciao. Folge wird ja dann das letzte Szenario sein.
als die nächsten zwei. Und die werde ich heute nicht aufnehmen. Dafür bin ich heute viel zu faul. Ah, oh, jetzt muss ich doch nochmal einsteigen und die Türen verriegeln. Ich glaub's doch nicht. Ich dachte, ich fahre heute nicht mehr. Ich dachte, der Zug endet jetzt hier. So, Türen verriegeln. Ja, das habe ich getan. Zielvorgabe erfüllt. Der Zug ist fürs Erste sicher und hoffentlich stürmt es nicht mehr lange. Weißt du was? Mir scheißegal, ich öffne jetzt alle Türen. Damit noch Leute einsteigen können hier in meinen wunderschönen Zug, der dunkel ist, damit die Leute schlafen können. Und damit die es schön warm haben. So, und wir gehen in den Feierabend. Die anderen hier mit Türen zu. Unverschämtheit. Vielleicht im Berg nicht angehalten. Ja, ist klar. So, wir sind mittlerweile schon Level 12. Okay. Wunderbärchen. Damit hätten wir das Szenario geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sage jetzt dann auch noch ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.